Dieses Video wird euch präsentiert von The Seven Deadly Sins Idle Adventure. Über 60 Millionen Fans des superpopulären Mangas und Animes durften sich bereits vor einiger Zeit mit The Seven Deadly Sins Grand Cross austoben. Das Team hinter dem Handy-Hit kehrt jetzt mit The Seven Deadly Sins Idle Adventure zurück, inklusive brandneuem Gameplay und echt knuffiger Grafik im Chibi-Style. Erlebt die Abenteuer aus dem Anime neu und bildet eure Charaktere mit nur wenigen Tabs auf dem Bildschirm zu mächtigen Kampfmaschinen aus. Eure Figuren wachsen dabei in knackiger Geschwindigkeit, sowohl online als auch offline. Obendrein bekommt ihr immer wieder üppige Belohnungen spendiert, komplett umsonst und kostenfrei. Kommt ihr mal nicht weiter, könnt ihr knifflige Stages auch mit aufregenden One-Tap-Draws meistern. Wenn ihr The Seven Deadly Sins Idle Adventure direkt zum Start spielen und den Kanal dabei unterstützen wollt, benutzt den Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Comment, um euch das Free-to-Play-Spiel von der offiziellen Seite runterzuladen. Alternativ ist es auch im App Store oder Google Play. Langeweile hat so keine Chance mehr. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf rpgheaven.de zu meinen Top 10 Lieblingsspielen auf der PlayStation 1, die keine Rollenspiele sind. Ja. Wie der Name des Kanals schon sagt, rpgheaven.de, bin ich persönlich ein sehr großer Rollenspiel-Fan und habe natürlich auch bereits sehr viel Content, Let's Plays und auch Toplisten rund um RPGs gemacht. Nicht umsonst, eins meiner langjährigsten Projekte, die Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten. Allerdings hatte ich auch ein kleines Sondervideo gemacht vor einigen Jährchen, das hieß meine 10 Lieblingsspiele, die keine RPGs sind. Da ich nicht nur Rollenspiele spiele, sondern querbeet durch alle viele verschiedenen Genres, wollte ich einmal schauen, wenn ich sonst Toplisten machen würde, wären eh sehr viele Rollenspiele dabei, ob es jetzt eben die erwähnte Top 101 ist oder auch gut vertreten hier, relativ frisch rausgekommen, da wo ich das Video aufnehme, die große Bucketlist des Gaming, 100 Spiele, die man gespielt haben sollte in seinem Leben, mein neues Buch, check gerne die Videobeschreibung aus für einen Link dazu. Sind natürlich sehr viele Rollenspiele vertreten, aber auch da ein Querschnitt durch alle anderen Genres. Und bei dem Video damals war das so mein Grundgedanke, was sind eigentlich die Games, die so ein bisschen so meine Komfort-Games sind, wo ich persönlich dann sage, hey, wenn ich mich mal nicht gerade an ein FF7, Suikoden, ein Grandia, ein Breath of Fire, ein Valkyrie Profile oder sowas dran sitze, was spiele ich dann? Und dann sind solche Spiele vorgekommen wie Street Fighter 2, was ein absoluter Evergreen für mich ist, dass ich eigentlich immer wieder einlegen und spielen kann, weil es einfach dann mir immer wieder so viel Spaß macht, genauso wie vor 30 Jahren noch. Tetris gehört auch dazu, das ist auch eins meiner Komfortspiele, habe ich immer auf mobilen Geräten in der einen oder anderen Version da drauf, also die Switch ohne Tetris kommt bei mir nicht in die Reisetasche mit rein. Oder auch Donkey Kong 94, also die spezielle Donkey Kong Ausgabe, die es für den Nintendo Game Boy gegeben hat, was so einer meiner persönlichen Lieblinge ist. Und da bin ich da durch diese Liste durchgegangen und habe euch mal einen Blick da gegeben, was denn wirklich meine 10 Faves dann sind. Jetzt haben wir es im Jahr 2024, es nähert sich mit Riesenschritten gegen Ende. 1994 ist in Japan ja die PlayStation 1 rausgekommen und dementsprechend, ich habe hier den guten alten grauen Kasten mal für euch, dass wir den nochmal in Natura sehen können, beschäftige ich mich häufiger mit PlayStation 1 Themen, nicht nur hier auf dem Kanal, sondern auch beim Retro Club, bei Rocket Beans TV. Und da ist mir mal das Video wieder ins Gedächtnis gekommen und gerade die PS1, die PlayStation 1, ist wirklich ein Ort für wundervolle Rollenspiele gewesen. Da gab es Final Fantasy 7, da gab es Suikoden 2, da gab es Dragon Quest 7 und so weiter und so fort. Und alleine damit könnte ich wahrscheinlich noch eine Extraliste füllen. Aber ich habe auch wirklich alles andere Mögliche darauf gespielt. Das ist eine meiner absoluten Lieblingskonsolen. Und da habe ich gedacht, diese beiden Ideen miteinander zu verknüpfen. Was wären denn eigentlich meine 10 Lieblingsspiele auf dieser Konsole, die keine Rollenspiele sind? Und wenn ich hier auf meine Liste blicke, ich habe sie mir schön ausgedruckt und unten hier hingehängt, damit ich die Namen nicht vergesse, sind durchaus ein paar erwartbare Spiele da draußen. Hier kann ich ja im Hinterkopf denken, was ich denn wohl für Spiele da reintun würde. Aber auch ein paar Überraschungen, wo ich denke, dass ihr die vielleicht nicht so auf dem Schirm habt, aber für mich zu den absoluten Favoriten zählen. Bevor wir an die konkrete Liste gehen, lasst uns hier mal eine kleine Pause machen und wir sind gleich wieder zurück. Dieser Sumpf scheint weit weg von Ihrem sicheren, gemütlichen Wohnzimmer. Dachten Sie, doch mit PlayStation bedrohen die gleichen Gefahren Ihr kuscheliges, trautes Heim. Schauen Sie, das war Papa. Mama. Und der kleine Karl. So, denkt daran, Leute, unterschätzt niemals die Power von PlayStation.
So, dann wären wir wieder am Start und lass uns gleich mal mit einem der größten Brecher anfangen. Ein Spiel, was mich quasi zum Fan der gesamten Serie hat werden lassen und dem gesamten Schaffenswerk von Hideo Kojima, nämlich Metal Gear Solid. Der Stealth-Action-Klassiker, den ich damals tatsächlich in allen möglichen Versionen gespielt habe. Ich hatte eine Zeit lang Zugriff auf die japanische PlayStation 1-Version, mit der ich nicht so weit gekommen bin, wie ich es gern gedacht hätte oder hätte denken wollen, weil die Sprachbarriere war doch schon arg knifflig bei so einem wort- und textlastigen Spiel. Aber auch dann für schön viel Geld, trotz Importstopp von Konami. Das heißt also, das ist teurer geworden und ich hatte weniger Quellen, die mir das dann besorgt haben. Aber ich habe auch die US-Version dann hier, die ist bei mir immer noch hier im Regal drin, als auch das Spiel nochmal später in der deutschen Special Edition mir geholt, weil da auch die Special Missions dabei waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war so begeistert von der Art des Spiels, wie es damals schon gegen Ende der 90er in den Zeitschriften von berichtet wurde, dass ich dachte, hey, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge für mich. Und als ich es gespielt habe, habe ich gemerkt, ey, ich finde das richtig geil. Und ich weiß, es ist so ein bisschen ein Geschmack, den man erstmal finden muss bei Metal Gear Solid als Stealth Action. Nicht umsonst, ich war ja damals auch in diversen Foren unterwegs, das Maniac Forum unter anderem, wo auch sehr viele spielaffine Leute damals auch aus meinem heutigen Umfeld noch unterwegs gewesen sind und geschrieben haben. Und da kann mich eine bestimmte Person erinnern, die heute noch Metal Gear nicht besonders mag und auch durchaus vernünftige Argumente da liefern kann. Metal Gear Solid als groß angelegtes Stealth-Action-Abenteuer ist eben sehr, sehr lastig von wegen den Dialogen hier. Solid Snake als Superspion geht auf eine vereiste Insel, wo sich seine Ex-Gruppe Foxhound verschanzt hat mit einem Atomsprengkopf und droht, die Welt in den Atomkrieg zu stürzen. Und da schleicht man sich durch und hört stundenlang Codec-Gesprächen zu in langen Textwüsten, aber wenigstens schön vertont dann mit Englisch. Das reine Stealth-Action-Game an sich, wenn man es ganz runterbricht und nur auf den Radar oben in der Ecke achtet, kann man es vielleicht auch so ein bisschen fast schon wie Pac-Man spielen, weil dann bewegt man nur einfach so seinen Punkt durch die ganzen Quadrate und Labyrinthe vorbei. Aber das, finde ich, wird dem Spiel nicht wirklich gerecht, weil das, was Metal Gear Solid damals inszenatorisch, von der Sprachausgabe her, von der Spielweise, von der Cleverness und von dem Brechen der vierten Wand, vor allem auch diese ganzen Ideen mit von wegen Gegner Psycho Mantis kann deine Controller-Eingaben lesen oder kann durch Rumble deinen Controller zum Wackeln bringen. Er liest seine Memory Card aus und sagt, oh, du bist aber nicht so weit gekommen bei Suikoden und alles, wenn du da Konami-Spiele drauf gehabt hast. Das war für mich einfach wirklich so ein Spiel, was mich wirklich richtig gepackt hat und eben, wie gesagt, auch dafür gesorgt hat, dass ich einfach riesiger Metal Gear Solid Fan geworden bin und auch alles dann später erschienene von der Serie gespielt habe, auch die Sachen nachgeholt habe, die es vorher gegeben hat und von denen ich mir nicht bewusst war, dass es sie gibt, wie auf dem MSX2 und mal auch in die älteren NES-Spiele da reingeschaut. Und ich habe ja nicht unlängst, also es ist eins meiner meist durchgespielten Spiele, aber unlängst nochmal durch das Spiel ein bisschen geblickt und einige Stunden gespielt für den Test der neuen Metal Gear Solid Collection. Da ist es ja auch zusammen mit einigen der Sequels dann drauf gewesen. Mehr schlecht als recht, muss man so ein bisschen sagen, weil da in dieser Neuauflage es noch so ein klein bisschen verbuggt ist. Aber an dem Grundspiel und an dessen Qualität ändert das nichts, ne? Und so weit, wie die Technik bis heute vorangeschritten ist, wenn man sich so ein kleines bisschen wieder daran zurückgewöhnt, wie Metal Gear Solid damals ausgesehen hat, das ist etwas, was heute noch, finde ich, sehr gut funktioniert. Und auch übrigens Teil der großen Bucketlist des Gaming ist, weil das erste Metal Gear Solid, das sollte man gespielt haben und ist auch eines immer noch meiner Lieblingsgames auf der PlayStation 1. Dann gehen wir rüber zu einem weiteren Spiel von Konami. Ich habe mir das jetzt hier so zurechtgelegt, das ist keine Top-10-Liste oder jetzt gehen wir von Platz 10 auf Platz 9 und so weiter. Das sind 10 Spiele, die, sagen wir mal, gleichwertig nebeneinander stehen. Aber hier habe ich mir die Überleitung gebaut, dass es noch ein Spiel von Konami ist wie Metal Gear Solid. Nämlich, wir sind beim ersten Silent Hill angelangt. Survival Horror, ganz groß natürlich durch Resident Evil geworden auf der PlayStation 1 einige Jahre zuvor. 96, glaube ich, war Resident Evil und Silent Hill 99, 2000. Je nachdem, in welcher Region man das gespielt hat. Und ich war, als das Spiel rausgekommen ist, auch zu Resident Evil 1 und auch dann Resi 2, Silent Hill Zeiten, noch ein ziemlicher Schisshase, was Survival Horror Games angeht. Ich bin zwar auch schon von Kindesbeinen an so ein bisschen abgehärtet gewesen, was Horrorfilme angeht. Hab das wahrscheinlich auch dann in etlichen Podcasts nochmal erzählt, dass ich mit 5 Jahren ganz harte Filme irgendwie in Griechenland gesehen habe, die wahrscheinlich 5 Jahre noch nicht sehen durften. Und das hat irgendwie so einen gewissen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich bin auch kein großer Splatter-Freund an sich.
muss ich sagen. Also jetzt nicht von der Art, oh, da müssen überall Körperteile rumfliegen oder sowas. Das ist für mich okay, wenn es innerhalb der Story vernünftig verwandelt ist. Aber ich mag Horrorfilme an sich und einfach diese Anspannung, die sie erzeugen. Und nicht umsonst ist heutzutage einer meiner absoluten Lieblingsfilme The Thing von John Carpenter. Habe ich hier auch hinten, ach, kann ich hier im Regal sehen, da ist die John Carpenter Collection. Irgendwo ist da auch nochmal das Steelbook von The Thing. Als Kind solche Sachen wie Poltergeist auch geschaut, auch wenn mir das ordentlich hat die Muffe sausen lassen, nennen wir es mal so. Aber da war was beim Spielen von Survival-Horror-Spielen, das mich irgendwie anders getroffen hat. Obwohl ich da schon ein durchaus reiferer Teenager gewesen bin, als diese Spiele da waren, schon fast in Richtung Volljährigkeit gegangen bin. Und bei Silent Hill war ich schon volljährig. Aber irgendwas hat da anders bei mir gegriffen. Heutzutage wirkt die Grafik vielleicht ein bisschen grobschlächtig und das war bei Silent Hill ja nochmal ein bisschen anders als bei Resident Evil. Keine vorberechneten Hintergründe, dementsprechend alles nochmal gröber und düsterer. Die dicke Nebelwand, die man vor sich gesehen hat, oder Schneewand, glaube ich, war das eher, wenn man es aufs Spiel dann bezeichnet, wo man nicht wusste, wo vorne und hinten gefühlt ist. Man immer auf die Karte gucken muss, das Radio, was man mit hatte als Harry Mason, der nach seiner verschwundenen Tochter Cheryl in Silent Hill sucht. Das war durch die grobe Optik zwar nochmal ein bisschen, man musste sich da schon so reinversetzen, aber ich glaube, es ist so das gewesen, dass ich gegenüber dem Horrorfilm schaue, und hier hatte ich ja das Schicksal der Spielfigur selbst in der Hand. Ich habe gelenkt, ich war daran schuld, wenn da was Böses der Figur passiert ist. Inklusive mit der Stimmung und der Musik, die bei Silent Hill einfach großartig gewesen ist, durch die komplett polygonale Grafik, die Kamerafahrten, die da möglich geworden sind, der Industrial Soundtrack von Akira Yamaoka, der damals schon Hammer war, der, finde ich, mit den nächsten Silent Hill-Teilen nochmal ordentlich zugelegt hat an Qualität, weil mir die Art von ein bisschen melodischerem Industrial Sound nochmal besser gefällt. Aber Silent Hill 1 ist schon herausragend im Sound und Musikdesign. Da ist bei mir einiges zusammengezogen. Ich konnte es damals auch nur mit dem Kumpel zusammenspielen, einfach so, damit nochmal das gewisse Maß an, nimm du mal den Controller oder ist nochmal jemand im Raum, wo man es gemeinsam spielen kann. Und ich hatte es nie ganz alleine damals durchspielen können. Ich habe es probiert, weiß ich da noch, irgendwie spätabends mal das Spiel alleine anzumachen. Und irgendwie hat sich alles sofort bei mir so hier zusammengezockt. Mittlerweile habe ich diese Angst abgelegt davor und weiß, die Survival-Horror-Games für das zu schätzen, wie sie sind. Ich denke auch mal, macht das Alter auch einiges aus. Also nicht meins, sondern das Alter der Spiele. Vielleicht auch meins, weil ich da ein bisschen reifer da rangehen kann, aber so grobschlächtig, wie die Sachen aussehen, man kann ja ein bisschen besser abstrahieren, das hat nicht mehr den ganz so gleichen Effekt und ich bin auch viel abgehärteter, was Videospielhorror und Gewalt da angeht. Also da zucke ich mit keiner Wimper mehr so richtig, sondern mir macht das immer noch enorm viel Spaß wegen der Atmosphäre und des Gameplays und des Storytellings und so weiter, aber Angst herrscht bei mir nicht mehr richtig so. Selbst ohne diesen Angstfaktor habe ich trotzdem immer noch ein ungutes Gefühl beim ersten Silent Hill, einfach weil alles so wirkt, als ob man in den Wahnsinn langsam absteigt. Ich habe es nicht unlängst, vor knapp einem Jährchen, anderthalb glaube ich, wo ich das aufnehme, ist das gewesen sein mit Kollege Simon im Let's Play auf Rocket Beans TV durchgespielt und da auch gemerkt, hey, das Gameplay ist vielleicht nicht das polierteste, ist ja auch bewusst, denke ich mal, zu dem Teil so, weil Harry Mason kein ausgebildeter Marine ist, sondern ein Familienvater, der rostige Rohre und Pistolen, die er gefunden hat, nimmt und sich der mutierten Gegner da erwehrt, aber auch der Rätselfaktor eben, das ist teilweise auch ganz abstrus und um die Ecke gedacht gewesen ist und da merke ich wieder einfach was für ein fantastisches Spiel Silent Hill 1 war und dass es auch das richtige Spiel zur richtigen Zeit war, dass es zwar eigentlich nur ein Nachmacher im Kielwasser von Resident Evil war, aber das, was es gemacht hat, hat eine ganz andere Art von psychologischen Horror, ganz anderer Stimmung dann weiter befüttert und war mindestens genauso wichtig wie Silent Hill für das Genre, wie Resident Evil für das Genre, das erste Silent Hill. Insgesamt würde ich Silent Hill 2 für mich noch einen Tacken drüber sehen, weil das einfach mitunter das beste Survival-Horror-Game aller Zeiten ist. Aber das originale Silent Hill sollte man nicht unterschlagen und deswegen eines meiner Lieblinge. Wir haben Resident Evil erwähnt und wir werden über Resident Evil sprechen, aber nicht Resident Evil 1, auch wenn das es durchaus verdient hätte, hier auf der Liste zu sein. Aber ich möchte mit euch über Resident Evil 2 sprechen. Ja, warum der zweite Teil und nicht der erste Teil? Ich habe ja genug zu Resident Evil 1 im Kontext zu Silent Hill erzählt und das ist ein ebenso wichtiges und einnehmendes Spiel gewesen. Und auch das konnte ich mit meinem Kumpel nur hauptsächlich spielen, weil da einfach die Stimmung durch die Musik und alles so erdrückend gewesen ist, dass ich mich alleine nicht getraut habe. Hab da die Saturn-Version auch vom ersten Resident Evil noch gehabt, tatsächlich bei mir. Und die ab und zu mal versucht, alleine zu spielen. Resident Evil 2 war aber
durch die ein bisschen mehr actionlastigere Ausrichtung, diese Zweiteilung der spielbaren Charaktere, also dass du einerseits mit Leon, dem Nachwuchspolizisten, und Claire, der Schwester von Chris Redfield, aus dem ersten Teil da unterwegs bist, dass das verschiedene Discs gehabt hat, dass du die Spiele oder mit den beiden Charakteren quasi in verschiedener Reihenfolge neue Spiele anfangen kannst, die dann auf eine andere Perspektive und neue Wege und neue Rätsel und neue Gegner dann hingehen, dass du insgesamt also vier verschiedene Versionen durch zwei Discs hast, die du zocken kannst, je nachdem, wo du gerade mit welchem Charakter bist. Bonusgeschichten, Szenarien, ich glaube, das Hank-Ding musste ja auch bei Resident Evil 2 gewesen sein, was man noch freischalten kann. Dass man sich an Speedruns per se versucht, auch wenn wir das damals noch nicht so in der Form gemacht haben, aber wie schnell komme ich durch, komme ich gut durch, ohne abzuspeichern, kann ich an den Gegnern vernünftig vorbeilaufen, wie verwalte ich die Ressourcen, inklusive eben dem höheren Action-Faktor, dem höheren Bombast, auch der Splatter und der Grusel waren natürlich um einiges stimmungsmäßig wirklich vielleicht tatsächlich, weil dieses Herrenhausgefühl, das haben sie ein bisschen repliziert, natürlich auch mit der Polizeistation bei Resident Evil 2, die auch dann als Ex-Museum außer abgedrehte Rätsel und verwundene Gänge dann bietet, aber da war Resident Evil 1 nochmal eine ganz andere Hausnummer, no pun intended, da. Nichtsdestotrotz aber, das heißt nicht, dass Resident Evil arm an Stimmung ist, sondern viel mehr und viel anderes drin macht. Und ich habe es zuletzt nochmal reingeschaut hier. Wir machen gerade momentan recht viel Randomizer auf Rocket Beans TV. Sie, Kollege Sie und ich haben Resident Evil 1 und Resident Evil 3 im Original als Randomizer durchgespielt. Ich will für euch nochmal eine Resi 2 Original-Rando aufzeichnen und den euch mal zeigen, weil es einfach auch in der Ecke nochmal ein bisschen mehr Gameplay-Spielspaß abwirft, als nur normal so spielen und Fun haben. Und ich würde in dem Sinne sagen, auch das Remake ist natürlich absolut fantastisch, auch wenn das kein perfektes Remake ist, was diese A- und B-Szenarien geht, da wäre natürlich noch mal ein bisschen mehr gegangen. Nichtsdestotrotz ist es ein fantastisches Remake von Resident Evil 2, bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass man das originale Resi 2 dann außer Acht lassen sollte. Und dementsprechend ist es auch hier in meiner Top-Liste mit drin. Träger von Europa, Ihre Kinder experimentieren mit PlayStation? Sie kennen die Warnzeichen? Richtig. Der offene Knopf. Kein Zweifel, dieser Mensch hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Er ist verfallen im Spiel Battle Arena Toshin Gen. Aus Sicherheitsgründen nur ein paar Sekunden davon. Unterschätzt niemals die Power von PlayStation. So, nächste Überleitung habe ich mir so gebaut. Capcom zu Capcom gehen wir jetzt rüber. Und eines meiner Lieblingsgenres gerade aus den 90ern waren die Fighting Games. Die haben sie noch Beat'em-ups genannt, weil sie in den Zeitschriften so drin stand. Aber Fighting Games, also zwei Charaktere, zwei oder mehr Charaktere, natürlich mit so Tag-Team-Optionen, dann in eine Kampfarena gehen und draufhauen mit Halbkreis, Viertelkreis, Tastenkombination, schnell draufdrücken und alles. Nicht umsonst war Street Fighter 2 eben in meiner allgemein Top 10 Lieblingsspielliste dabei in dem Video. Aber eines der meistgespielten und also einer meiner Lieblinge, gerade was die PlayStation 1 anging, war tatsächlich Street Fighter Alpha 3. Oder besser gesagt Street Fighter Zero 3. Als Zero kannte man die Serie ja in Japan. Ich hatte tatsächlich die japanische Version des Spieles dann hier. Warum ausgerechnet das hier und nicht eines der vielen anderen 2D-Beat'em-ups, die es dafür gegeben hat? Eines der ersten Spiele, die ich auf der PlayStation 1 gespielt habe, mir ausgeliehen habe, damals aus der Videothek, war das originale Street Fighter Alpha, was ja eine Spin-off-Fortsetzung von dem Street Fighter 2 gewesen ist, so ein Prequel, wo man die Charaktere wie Ryu und Ken und so weiter in ihrer Jugend da sehen kann, alles jetzt in so einem speziellen, mehr Anime-Style umgesetzt, viele Charaktere neu gemacht oder ausgetauscht, statt Guile gab es jetzt Nash als seinen Militärkollegen, der sich aber ähnlich gespielt hat, viele neue Figuren, die da hinzugekommen sind. Und das erste, Street Fighter Alpha, war noch so ein bisschen, okay, nicht so viele Charaktere, hat sich aber gut gespielt. PlayStation 1 hatte lange Ladezeiten. Das war auch irgendwie so ein bisschen die Krux bei der PlayStation 1, verglichen mit Spielen, die von Modul auf Super Nintendo waren. Die Grafik ist viel näher dran an der Arcade, aber du lädst natürlich auch die ganzen Animationen zwischen den Kämpfen. Da sind immer so ein bisschen Wartescreens, Now Loading und alles. Es fehlen auch gewisse Animationsphasen, wenn man das mit den Arcade-Spielen verglichen hat, weil das nicht alles in den Speicher der PlayStation geht, hat man aber nicht gewusst, wenn man nicht direkt das Äquivalent da hatte. Und so schlimm war es jetzt letzten Endes auch nicht, dass die Spiele komplett schlecht aussahen. Wenn man die Möglichkeit gehabt hat, wie mich im Nachhinein erfahren habe, oh, auf dem Sega Saturn gibt es noch diese RAM-Module, die man reinstecken kann. Und auf einmal die Versionen der Spiele, die man sich da aus Japan importieren kann, sind fast Arcade-Perfect mit extra Animationen und alles.
Hatte ich hier nicht. Ich hatte, wie gesagt, einen Umbauchip in meiner PlayStation 1. Beim Saturn hatte ich tatsächlich so ein Modul, womit ich Importe spielen kann. Allerdings, dieses Modul musste drin sein, damit ich quasi japanische und US-Spiele im Saturn starten kann. Und ich konnte es nicht rausnehmen und die RAM-Module reintun. Das ist ja der gleiche Slot gewesen, um dann sowas wie King of Fighters 95 oder die Capcom-Sachen zu spielen. Ich hatte auch noch mehr King of Fighters 95 mit dem RAM-Modul gekauft und konnte es aber nicht spielen, weil da das Import-Modul dann schon drin steckt und dann auch nur mit 50 Hertz. Was letzten Endes nicht so geil ist, das japanische Street Fighter Zero 3, nachdem ich Street Fighter Zero 2, Street Fighter Alpha 2 mir auch schon dann selber geholt hatte, mit noch mehr Kämpfern und noch mehr Hintergründen, mehr Musik, mehr Fun und so weiter. Das dritte hat dann irgendwie richtig den Nerv bei mir getroffen, weil das war als Spiel auf der PlayStation 1 so umgesetzt. Du hattest so eine große Auswahl an Charakteren mittlerweile. Du hattest diesen riesigen Roster, den du auswählen kannst. Die verschiedenen Kampfstile mit den Isms, glaube ich, wurden sie so genannt, wie die Super Specials funktionieren. Dass man so auf klassische Art einen Balken auflädt oder drei Balken auflädt, um unterschiedliche Super Specials zu machen. Da gab es noch diesen X-Ism, wo man quasi frei Kombos mitgestalten kann, hat noch so eine gewisse andere Kampfbarkeit in die Kämpfe reingetan, aber sowohl im lokalen Multiplayer als auch selber im Storyline-Spiel mit den ganzen Extra-Modi, die da mit dabei gewesen sind. Street Fighter Zero 3, Street Fighter Alpha 3 ist echt immer eines meiner meistgespielten Spiele auf der PlayStation 1 gewesen und ich hatte zwischen den Jahren, tatsächlich also jetzt, wo ich das hier aufnehme, zwischen den Jahren mal meine Sammlung ein bisschen verkleinert und das Spiel wieder dann aus der Hand gegeben, weil ich mir solche Games dann auch auf der PS3 als Download geholt habe. Da gab es ja ab und zu mal so dann digitale Versionen, auch im Discount. Oh, für ein paar Dollar nehme ich mal mit, dann brauche ich die physische Fassung jetzt nicht mehr hier. Irgendwie bin ich wieder auf so einem kleinen Sammlertrip und hole mir solche Sachen nach. Und ich habe mir jetzt, damit ich, weil ich wieder so ein bisschen im Street Fighter Fieber bin und dann Street Fighter 6 Projekten für Rocket Beans gearbeitet habe und wieder einfach so einen richtigen Schieber auf die Capcom Fighting Games bekommen habe, habe ich wieder daran erinnert, ey, Street Fighter Zero 3, das war echt ein richtig geiles Spiel damals, einfach wie es so zusammengekommen ist. Und ich habe mir nochmal ein japanisches Spiel bestellt. Das ist jetzt unterwegs, wo ich das Video aufnehme. Vielleicht seht ihr mal ein Unboxing oder sowas Vergleichbares hier auch auf dem Kanal, wenn das dann da ist. Aber ihr werdet wahrscheinlich noch ein bisschen mehr was in Sachen Fighting Games und von Capcom hier sehen. Ich hätte potenziell auch drüber nachgedacht, das erste Darkstalkers hätte ich mir auch auf der PlayStation 1 relativ früh geholt, so als 2D-Fighter, auch ein fantastisches Spiel von Capcom, mit diesem Horror-Ansatz, mehr so Universal Movie Monster. Ich meine, irgendwo gehört zu haben, dass es sogar mal als Universal Movie Monster Spiel angedacht war, bevor Capcom nicht die Lizenz bekommen hat und dann eigene Gruselcharaktere mit den Vampiren und den Untoten und den Frankensteins und den Katzenmädels und so weiter da geschaffen hat. Hat auch viel Fun gemacht, aber nicht eben so enorm und so umfangreich und so stylisch, wie es Street Fighter Alpha 3, Street Fighter Zero 3 gewesen ist. Und deshalb, das ist für mich untrennbar mit der PlayStation 1 verbunden und deshalb ist es hier auf der Liste mit drauf. So, wir bleiben im Fighting-Game-Genre und Fighting-Games sehr viel gespielt damals. Gerade im Freundeskreis, aber auch gerne solo gemacht. Und ich muss da natürlich auch bei mir in der persönlichen Liste ein 3D-Fighting-Game mit reinnehmen. Und welches nimmt man, welches nimmt man? Ich habe sehr viele da gespielt. Es gab viel so aus dem kleineren Bereich, die gar keiner mehr kennt. Evil Zone, so ein Anime-Prügelspiel, was so ein bisschen auch so fast schon Dragon Ball-artig gewirkt hat in gewissen Teilen. Can't Say the Sacred Fist fällt mir da ein. Von Konami zum Beispiel, wo die auch versucht haben, ihre eigene Serie zu machen. Dead or Alive, Bloody Roar 2, alles fantastische Games. Aber ich habe mich entschieden für, muss eigentlich hier drin sein, weil das eines der definierenden Spiele auf der PlayStation 1 ist, auch in der großen Bucketlist des Gaming mit dabei. Tekken 3 habe ich hier genommen. Das originale Tekken, das erste Tekken, haben mein Kumpel und ich damals rauf und runter gespielt. Das war so, dass es von der Technik aus her, es war schon grobschlächtiger vielleicht als das erste Battle Arena Toshinden, was rausgekommen ist, aber die Spielbarkeit, die Geschwindigkeit, die vielen Abspende, die man freischalten kann, die neuen Charaktere, die hinzukommen, das war beim ersten Tekken schon richtig gut gemacht. Das war ja auch so, das haben wir damals natürlich noch nicht gewusst, aber da hat Namco ja sehr eng mit Sony dafür zusammengearbeitet. Das erste Tekken war auch auf Arcade-Hardware im Original, die so auf PlayStation-Grundlage basiert hat. Dementsprechend das, was sie für die Arcade gemacht haben, konnte mit nur wenigen Abstrichen in den Heimbereich umgesetzt werden. Und dafür, dass das erste Tekken so früh rausgekommen ist, war schon ein gut spielbares Ding, da es schon zu einem Hit geworden war. Tekken 2 haben wir auch sehr, sehr viel gespielt. Die Figuren da ein bisschen kantiger vielleicht als beim allerersten Tekken, aber mit mehr Details ausgestattet. Das war so das herausragende Merkmal von Tekken 2. Dafür aber mehr Figuren, mehr Modi da drin, mehr Abspende, die man freischalten kann, gewisser Goofiness-Faktor, der nochmal dazu gekommen ist.
Und das waren immer so Spiele, die dann entsprechend bei uns sehr häufig im Konsolenschacht, im CD-Schacht dann gelandet sind. Tekken 3 dann, holy shit, meine Herren, also für damalige Verhältnisse, das Grobschlächtige an den Figuren von Tekken 2 war weg bei Tekken 3. Ich habe damals zu der Zeit nie so gut aussehende Polygonmodelle in einem Heimprügler gesehen. Teilweise ein nicht komplett ausgetauschter Roster, aber zu einem guten Teil, dass wieder neue Figuren dabei waren, an die man sich neu trainieren kann. Alleine neben dem ganzen Aufwand, der in den Renderfilmen im Intro als auch in den verschiedenen Abspänen drin war, aber das Echtzeit-Intro mit den Katas, wo man so Quarang und andere Kämpfer sieht, wie sie dann ihre Fights machen, Jin Kazama und so weiter, mit den flüssigen Bewegungen und allem drum und dran. Das war einfach schon fantastisch zum mit Ansehen. Und beim Spielen dann selber, die klassische Tekken-Formel nochmal speediger, nochmal mit sinnvollen Ergänzungen, dass das Ausweichen in die Tiefe nochmal ein bisschen mehr Sinn ergibt, dass du viel schneller vom Boden hochkommen kannst, dass nochmal neue Move-Optionen mit dabei sind. Müssen wir damals auch sogar aus dem Zeitschriftenhandel, da gab es häufiger auch mal so Move-Listen und so ein Combo-Hefte, die man haben kann, hatte ich unter anderem für Mortal Kombat 2. Ich war das damals fürs SNES gewesen, damit wir die Fatalities alle machen können. Dann musste man schön extra latzen dafür, ey, damit man das alles nochmal hat. Und ich meine das auch für Tekken 3. Und das ist eines der definierenden Spiele der damaligen Zeit gewesen. Und wenn du Fighting Games damals gespielt hast, da kannst du Tekken 3 eigentlich nicht auslassen. Ich muss für mich persönlich sagen, das ist auch für mich die Spitze von Tekken gewesen. Nichts gegen dann die Teile, die danach rausgekommen sind. Tekken Tag Tournament ist bei vielen Leuten ja als PlayStation 2 Launch-Titel ganz gut in Erinnerung geblieben. Und auch ein sehr cooles Game mit speziellen Features. Aber da war für mich so ein bisschen schon so der Zug leicht abgefahren. Und Tekken 4 hat mir nicht so ganz gemundet. Wobei heutzutage, ich habe auch für den Retro Club das nochmal gespielt auf der PS2, hat es doch irgendwas ganz Eigenständiges. Tekken 5 hatte ich dann wieder länger gespielt auf der PS2. War aber dann doch so ein bisschen auch mehr auf dem Soul Blade oder Soul Calibur Zug angelangt. Soul Blade fand ich fantastisch auf der PlayStation 1, hätte potenziell hier auch drin stehen können. Immer noch eines der geilsten Intros der PlayStation 1 Geschichte, sowohl musikalisch als auch animationstechnisch. Mit Soul Calibur auf dem Dreamcast, da bin ich ein bisschen enttäuscht rausgegangen, weil ich da alles innerhalb von einem Tag oder zwei freigeschaltet hatte und man nur auf den Multiplayer angewiesen war, dass es Spaß macht. Aber danach die Soul Calibers, die haben auch ihren ganz eigenen Ansatz gehabt und natürlich Wirtschaft halte ich hier und da von der Siegerseite aus. Aber schon, also selbst wenn es nicht jetzt hier um die PlayStation Games in meiner Topliste gehen würde, würde ich Tekken 3 auf jeden Fall zu den absoluten Highlights sehen. Ich denke mal, für viele, die damals so groß geworden sind, damit ist Tekken damit verbunden. Wir sind bei Namco angekommen und auch hier muss ich nachdenken. Neben Fighting Games sind Rennspiele eines meiner absoluten Lieblingsgenres, wenn es nicht um RPGs geht. Und man konnte sich sicher sein, dass hier auch ein Ridge Racer auf der Liste drauf sein werde. Was so Rennspiele für die PS1 angeht, ich habe auch durchaus mal hier und da Need for Speed gespielt. Das waren nie so ganz meins, muss ich sagen, die Sachen. Ich bin tatsächlich ein recht großer Fan vom Porsche Challenge. Wenn das jemand noch kennt, ein spezielles Porsche-Rennspiel, was echt coole Grafik hatte. Und das weiß ich, dass ich teilweise echt richtig exzessiv gespielt habe zu der damaligen Zeit. Müsste ich bei Zeit mich dann nochmal reinwurschteln und es im Retro-Club nochmal zeigen. Burning Road, also das Daytona, Ersatzgame von, ich glaube, Toka war der Entwickler, was sie auf der PlayStation 1 rausgebracht haben. Aber die Ridge Racers waren dann das, wenn man sich einmal an den Stil der Games gewöhnt hat mit falschsteller Grafik auf der PlayStation 1, dem treibenden Techno-Soundtrack, der sich immer verändert hat durch die Spiele, aber das Driftverhalten, das arcade-mäßige Driftverhalten, ob du es jetzt mit dem Controller, Standard-Controller gemacht hast oder die Leute, die gegebenenfalls noch ein Negicon hatten, wenn ihr das kennt, das Spezialpad von Namco, das in der Mitte so quasi wie so eine Drehscheibe war, um analog lenken zu können, habe ich nur selten benutzen können. Ich habe das meist dann mit dem normalen Steuerkreuz gemacht, aber so wie das Driften funktioniert, in die Kurve reingehen, Gas loslassen, in die Richtung lenken, dann wieder anbremsen, gegebenenfalls Gas nochmal dazugeben, dass das Auto das Heck ausbrechen kann, dass man ohne Geschwindigkeitsverlust dann so durchgehen kann. Irgendwann hatte ich das echt aus dem FF raus. Und das erste Ridge Racer, ich will jetzt nicht anfangen, wirklich Spiel aus dem Regal zu holen, das hätte ich auch vorhin machen können, ist eben eins, was direkt mit dazu kam mit der PlayStation 1 bei uns. Und auch wenn der Content so gering ist, ich habe echt drüber nachgedacht, welches Ridge Racer ich tue, weil ich sie alle gespielt habe auf der PS1, Ridge Racer 1, Ridge Racer Revolution, Rage Racer und Ridge Racer Type 4. Auch das vierte mit dem Joy-Con, nochmal dem speziellen Controller, der fast wie so ein Drehregler an dem Videorekorder funktioniert hat, zum Spielen dann auch. Die haben alle, die was für sich sprechen. Ich habe mich letzten Endes auch für das erste Ridge Racer hier entschieden, weil trotz des geringen Umfangs ist es eigentlich eine Strecke,
1,5, sagen wir mal, weil die Standardstrecke, die erste wird noch ein bisschen erweitert im schwierigeren Modus, sondern man kann sie nochmal rückwärts und die anderen Sachen fahren, die können in Autos sehr limitiert. Das ganze Spiel passt in den Arbeitsspeicher der PS1, das heißt, man kann die Disc rausnehmen und dann sowas hier unten aus dem Bild sind noch meine Musik-CDs von damals, die ich auf, einfach in die PlayStation 1 packen konnte. Habe ich dann Ridge Racer 1 mit sowas wie NSYNC, Tearing Up My Heart gespielt oder Scatman. War auch ganz spaßig, wobei der originale so Gabba, Techno, Charlie, Low Noise und Metal Theo Style, der Sample, viele Samples hatte oder so drin im Soundtrack, Rotterdam Nation, wie sie da alle heißen, hatte auch sehr was für sich. Es war ein sehr gut zu spielendes und visuell beeindruckendes, einfach Spaß machendes Game. Diese erste Strecke mit diesem Gefühl, die Kamera geht runter, damit das, die Fahrt losgeht, das Nummerngirl kommt da noch einmal durch, der Soundtrack geht unten durch die Ecke nochmal durch, man gibt Gas, man geht durch den ersten Tunnel, macht einen Drift zur rechten Seite, dann nochmal nach links, damit man über diese Brücke unten an den Hafen, an den Strand sozusagen kommt, um ein paar Schlenker zu machen, bis man dann an dem Hubschrauber vorbei in den Tunnel reingeht, um da nochmal nach rechts zu driften, um wieder auf die Start- und Zielgerade da so reinzukommen. Das ist eingebrannt bei mir. Und so sehr ich Ridge Racer Revolution gespielt habe, den Nachfolger, der sehr ähnlich auf der Basis wie Ridge Racer 1 war, nur bisschen anders von den Strecken her, ein bisschen mehr Autos. So sehr ich Ridge Racer gespielt habe, was auch, wo ich das kurzzeitig ja auch so auf der Liste hatte, das dritte Ridge Racer, was vom Soundtrack her nochmal in so ein bisschen rockigere Richtung gegangen ist, die bewusst die Farben rausgenommen hat aus den Strecken hier, aber dafür ganz anderes Streckendesign, ein bisschen umfangreichere Aufgaben gemacht. Da auch ein Spiel, was ich sehr viel gespielt habe, oder gar bei Ridge Racer Type 4, was der Style King eigentlich dann geworden ist mit diesem gelb-schwarz-weißen Design, fantastisches Intro, der Soundtrack jetzt fast schon ein bisschen mehr souliger, nennen wir es mal so, House-Techno, nicht mehr dieses Charlie Lomas, Mental Theo, Rotterdam-Techno, was wir gehört haben, nicht dieses Wumper, 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 sondern da gibt es so fantastische Musik bei Ridge Racer Type 4 mit dem Karrieremodus, wo du auch dann eben diese Textboxen hattest und das Streckendesign, viel mehr Strecken, die da sind, ganz eigenes Feeling. Wäre ein Potenzial drin gewesen, aber das überstrahlt mich irgendwie nicht in dem Sinne dieser Liste das, was Ridge Racer 1 für mich bedeutet hat. Das Coolste, fast nicht das Coolste, weil das eigentliche Spiel schon so geil ist bei Ridge Racer Type 4, aber dass da eine Disc drin war, wo man die erste Strecke von Ridge Racer 1 in 60 FPS spielen kann, was zum Start von Ridge Racer 1 auf der PS1 noch nicht ging, das hat mir einfach das Hirn platzen lassen. Und das originale Ridge Racer ist einer meiner All-Time-Classics, immer natürlich aus der Cockpit-Perspektive, ja, weil da kann man viel besser sehen, wie man umlenkt. Manche andere Spiele spiele ich dann auch aus der Rückansicht, aber die Bumpercam, so EU-Perspektive, ist schon das Richtige bei Ridge Racer für das Driften. Mach ich bei Sega Racer, gehe ich meist eher raus mit der Kamera, aber egal, das ist, glaube ich, eine Diskussion für einen anderen Tag. Ist es legitim, da hier mit drauf, und Namco ist eigentlich untrennbar auch mit der PlayStation 1 für mich verbunden. Was richtig cool ist, verdient bei uns Platin. PlayStation Platinum, our greatest hits. Jedes Spiel für nur 49x95. Unverbindliche Empfehlung. Sony PlayStation, it's not a game. So, wir waren bei der Halbzeit. Wir sind sogar über die Halbzeit drüber, haben noch 4 Spiele vor uns und wir sind im Jump'n'Run-Lager gelandet. Wobei, das ist jetzt Jump'n'Run gemischt mit dem anderen Genre, nämlich Adventure, Point-and-Click-Adventure fast. Und zwar, ich rede von Tombi. Oder Tomba, wie es die Leute aus Amerika herkannten, hierzulande umbenannt. Ich meine, dass es aller Wahrscheinlichkeit danach gewesen ist, da wir in Europa einen recht bekannten Skifahrer namens Alberto Tomba hatten aus Italien, dass viele Leute das eher mit dem assoziiert hätten. In Amerika kennt er natürlich nicht so, kannten den nicht so viele Leute wie hier in Europa, dass man hier Tombi draus gemacht hat, aber nehmt das jetzt nicht als verbrieft, das müsste ich nochmal nachchecken. Das war ja immer so mein Headcanon, warum das dann so geworden ist. Tombi geht darum, rosahaariger Junge, dessen Großvater wird seine Schweinetasche geklaut von bösen Schweinen und wir müssen sie wiederfinden. Und das passiert in einem groß angelegten Side-Scrolling-Jump'n'Run mit absolut abstrusen Gegnerdesignen, echt verrückten Ideen, teilweise mit so Top-Down-Städten, in denen man unterwegs ist. Aber das ist nicht nur ein Level beenden, sondern das ist wirklich wie so ein Adventure aufgebaut, dass man Gegenstände findet, eine Questliste hat, das ist kein RPG-Mix, weil es sind keine RPG-Elemente, es ist tatsächlich wie so ein Adventure aufgebaut. Und
Das hat so den Nerv bei mir getroffen. Ich habe es auch bei Game One damals ausgegraben in der TV-Sendung. Wir bekommen jetzt gerade, wo ich es aufnehme, tatsächlich endlich mal eine Neuauflage, nachdem diese Games lange Zeit teuer gewesen sind, wenn man sie sich selbst hätte holen wollen. Ich bin auch sehr froh, dass ich mein Original PS1-Tomb, ich glaube, da ist der Wert mittlerweile bei mehreren 100 € oder so, wenn man gebraucht die Ausgabe sich holen möchte, dass das nochmal in einer Neuauflage dann kommt für moderne Geräte, dass man es auch so dann spielen kann. Es gab auch eine Download-Fassung für die PlayStation 3 oder PSP respektive Vita, die ich auch noch auf meiner PS3 hier freigeschaltet habe. Aber das war so ein Game, was so als Geheimtipp fast schon gelten konnte. Das kannte nicht jeder, das hatte nicht jeder. Aber ihr merkt es auch an den Preisen, wie sie so hochgegangen sind. Das ist so ein Spiel, Leute, die es gemocht haben, die mochten es richtig gerne. Es gibt natürlich rein Jump'n'Run-technisch, was so das Sprungverhalten von Tombi angeht und wie das funktioniert mit dem Schweinen und ein Jojo, was man schwingt, um die Gegner kaputt zu hauen. Das kann man nochmal präziser machen. Es ist nicht das präziseste, am präzisesten zu steuernden Jump'n'Run. Man musste sich schon ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Wenn man es kann, funktioniert es aber gut. Und es hat einfach so einen ganz eigenständigen, fluffigen Style, der nicht repliziert werden konnte. Auch nicht vom Sequel. Es gibt auch ein Tombi 2, was rausgekommen ist. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Hat das alles polygonal gemacht innerhalb des Games. Also statt jetzt, das waren, glaube ich, vorgerenderte Hintergründe und Renderfiguren, die dann so gemischt wurden mit ein bisschen Sprite-Arbeit. Hauptsächlich, das hat gut gepasst zum ersten Tombi, fürs zweite ist man dann komplett polygonal geworden. Lohnt sich auf jeden Fall auf den zweiten zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob der auch in dieser Neuauflage mit drin ist. Sollte eigentlich, wenn man sich die hier holt. Was ich hoffe übrigens, deutsche Loka gibt es auch bei beiden Spielen. Ich weiß, der zweite hat auf jeden Fall auch deutsche Sprachausgabe. Der erste hat auf jeden Fall deutsche Texte. Ich bin mir nicht mehr sicher, was Sprachausgabe angeht. Da wurde man eigentlich ein bisschen so in den animierten Cutscenes gesprochen. Lange Rede, kurzer Sinn, aber hier auch. Also Tombi, ob deutsch, ob in anderen Varianten, checkt es gerne aus, wenn dann die Neuauflage hier kommt. Aber es ist für mich wirklich ein All-Time-Classic und der muss in meine Top 10 Lieblingsspiele auf der PS1, die keine RPGs sind. Wir bleiben bei Jump'n'Runs und boah, auch hier gibt es ein großes, weites Feld, was man bestellen kann. Sehr viele Titel, wo man die Auswahl hat. Ich habe ein bisschen über die Spyros und die Crash Bandicoots nachgedacht. Ich habe die natürlich ganz gern gespielt. Croc war auch einer meiner persönlichen Favoriten. Du findest sehr viel aus dem so Bereich, der heutzutage nicht mehr so bekannt ist, wie die Gaxes zum Beispiel, die Gax Games, die es dafür gegeben hat. Ich bin hier aber bei keinem 3D-Jump'n'Run gelandet, sondern einer meiner Favoriten von damals ist ein 2,5D-Jump'n'Run. Ich rede nicht von Pandemonium, was es dafür gegeben hat, oder Pandemonium 2, sondern ich rede von Klonoa, Door to Phantom Mile. Wären wir wieder bei Namco. Drei Namco-Titel hier auf der Liste mit dabei. Und Klonoa, ein katzenartiges Wesen, was in eine Traumwelt absteigt. Ich glaube, so war das vom Intro her geregelt. Übrigens sehr gut anzuschauendes Intro. Checkt auch gerne die Neuauflage von Klonoa 1 und 2 aus, die ja vor einiger Zeit als Collection rausgekommen sind. Und es gab auch ein Remake auf dem auf der Wii, dann vom ersten Teil, der erste Teil auf der PlayStation 1 aber, als 2,5D-Jump'n'Run, dadurch, dass du das 2D-Gameplay mit bewegender 3D-Grafik und Kamerafahrten hattest, das hat dem ganzen Game so ein ganz anständiges Feeling gegeben. Ich finde, Steuerung ist echt cool bei Klonoa. Es hat dieses ganz eigenständige Gameplay, wo du Gegner fangen kannst und die zum Beispiel als Wurf-Item benutzen kannst, um andere Gegner abzuwerfen oder um Doppelsprünge damit zu machen, verschiedene Tiefengrade bei den Leveln, durch das 2,5D auch nochmal Minigames mit reingemischt und Lorenfahrten und anderer Kram, alles in eine tatsächlich ziemlich einnehmende Storyline, was alles so ein bisschen in der Klonoa-Bubble-Sprache da erzählt wurde, aber die haben sich auch Aufwand mit den Cutscenes gemacht, coole Gegner, ich fand den Look eben einfach auch einfach fantastisch und das war richtig so auch so wie Tombi, so ein Game zum Reinfallen für mich, ein bisschen ein anderer Ansatz als Tombi, also es ist nicht unlustig jetzt Klonoa, aber es setzt den Punkt nicht so sehr auf Absurdität, obwohl es eine träumerische Welt ist, aber es ist nicht so absurd wie ein Tombi, aber es hat diese Leichtfüßigkeit für mich immer noch mit dem nötigen Ernst, wenn der storymäßig angedacht war, es eben auch so Klick für mich gemacht hat und war auch zu der Zeit wirklich eines meiner meistgespielten Spiele. Ich habe mir Klonoa 2 geholt für die PS2, als es rausgekommen ist, auch ein sehr, sehr gutes Spiel, auch mit auf der Collection drauf, die ich erwähnt habe, wobei für mich persönlich sagen würde, das erste Klonoa ist nochmal ein Tacken drüber. Ich habe mir die Wii-Version, die erwähnte, aus Japan importiert mit der neuen Optik. Wenn ihr Klonoa in der Collection spielt, glaube ich, das basiert ein bisschen mehr auf der Wii-Version zumindest. Die Originale, die gab es auch als Download im PS3-Store, also für PSP und Vita und PS3, wie man sie spielen kann.
Das Original müsste mittlerweile recht teuer sein. Bin ich auch ein bisschen traurig drüber, dass ich da in der Sammlungsverkleinerung das weggegeben habe, weil ich dann meine digitalen Fassungen davon natürlich habe. Und jetzt finde ich es doch ganz cool, weil ich ein originales Klonor hier noch hätte. Aber hätte, Fahrradkette, geht eher darum, dass Klonor einfach ein fantastisches Game ist. Und ich persönlich dem Vorzug geben würde, tatsächlich vor allen PlayStation 1, Crash Bandicoots und den Spyros und wie sie alle heißen. Und wenn ich mich auf 2 Jump'n'Runs einschränken möchte im Sinne einer Top 10, dann sind es für mich Tombi und Klonor, die hier mit beikommen. 2 Games habe ich noch hier und das erste davon, wenn wir schon bei bunteren, comicartigen Spielen gewesen sind, das ist meine Überleitung, die ich mir dann hierfür überlegt habe. Das ist fast schon der Urvater eines ganzen Genres gewesen, aber ein Spiel, das so viel Style einfach ausgeschüttet hat. Hatte ich auch ausgegraben damals tatsächlich bei Game One als Fernsehbeitrag. Habe ich mich schön mit Kollege Gunnar damals in verschiedene Kleidung und Köpfe aus Styropor dann reingehauen, damit wir mit Simon gemeinsam ein bisschen so Mützen- und Rapping-Action machen. Ich rede von Parappa the Rapper. Das Musikspiel, was so... Also ich bin mir sicher, dass nicht das allererste Musikspiel so ist mit Rhythmuseingaben, Knopf drücken, um dann so verschiedene Rap-Parts eines rappenden Hundes auf dem Bildschirm zu zaubern, der seiner Herzensdame Sunny Funny nacheifert und versucht, sich gegen seinen glattgebügelten Hundekonkurrenten da durchzusetzen. Er ist nur ein kleiner Hund, der einfach stark werden will, indem er in die Karate-Schule geht zu Chop Chop Master. Kick Punch, It's All in the Mind, alles eingegraben hier. In die Fahrschule geht, in die Kochschule, geht auf den Flohmarkt, großes Rap-Konzert und alles. Als Spiel so aufgebaut, dass du in diesem enorm stylischen Anime-Game, wo alles so mit flach texturierten Polygonen irgendwie so dargestellt wurde, das waren wie so Papierfiguren, die da so herumgetanzt sind. Der Soundtrack, absolute Bombe. Gerade wenn das so mit dem Timing herklappt. Ich bin per se nicht so der große Rap-Fan, für mich persönlich, was so Musik angeht, aber das war einfach ein richtiger Brecher. Ich weiß, da weiß ich auch noch ganz genau, das war meine Orientierungswoche an der Uni, wo die Demo-CD rausgekommen ist, wo dann so der erste spielbare Level da drauf war. Und ich habe den in dieser Woche so oft dann gemacht, dass ich natürlich das vollwertige Spiel wiederholen musste. So umfangreich ist es nicht, weil du hast diese Level relativ schnell durch. Dann kannst du eben nochmal probieren, kann ich mich da verbessern, was das Timing angeht. Was sowieso eine recht schwierige Angelegenheit ist. Wenn ihr heutzutage Parappa the Rapper spielt, gab es ja auch Download-Fassungen dann nochmal davon. Ich meine, für die PS4 ist ja nochmal eine Neuauflage so in der Form dafür rausgekommen. Ich habe nie das Gefühl, dass ich so perfekt vom Timing her treffe, wo ich dann meine Raps raushaue mit Dreieck, Viereck, schieß mich tot, R1 nochmal oder so. Ich habe nie das Gefühl, obwohl ich eigentlich recht gut in Rhythmus spielen bin, ich spiele ja auch Rockband und Guitar Hero, die ganzen anderen Sachen, dass das so perfekt zusammenkommt bei Parappa the Rapper. Aber das hat mich tatsächlich weniger gestört am Ende, weil der Style und die Musik und das Gefühl drumherum einfach so fantastisch gewesen ist. Hab kurz auch drüber nachgedacht, es gibt ja auch ein inoffizielles Sequel von Parappa auf der PlayStation 1 Jamalami. Das sollte ich auch noch hier, meine ich, irgendwo haben, aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht anfangen, Spiele aus dem Regal rauszuräumen und wieder einräumen zu müssen, was dann Katzendame Lemmy oder wahrscheinlich sie eher ein Lamm, aber wobei sie sah immer aus wie eine Katze, wahrscheinlich sie ein Lamm, ne? Sonst wird es ja Jemma Catty heißen und nicht Jemma Lemmy, die Musik macht und zu spät zu ihrem Gig kommt, glaube ich, so war das, ne? Und das natürlich so die rockigere Ausgabe von Parappa gewesen ist, aber Parappa an sich, der ist schon der Hammer. Ich hatte, kleine Anekdote, ich hatte eine Zeit lang, als man so angefangen hat, eigene Klingeltöne in Handys reinzutun, hatte ich den Intro-Screen von Parappa the Rapper, war quasi mein Handyklingelton. Einfach you gotta believe und alles. Ja? Und ich habe leider den Fehler gemacht, wie so viele, die solche Musiken als Handyklingelton gemacht haben, das verursacht bei mir jetzt so ein bisschen PTSD. So, sobald ich diese Musik im Intro höre, denke ich immer noch nach 20 plus Jahren oder so, mein Handy klingelt, was ist hier los? Ne? Jetzt muss ich wieder irgendwie rangehen und alles. Macht das nicht. Macht nicht Musik, die ihr gerne hört, irgendwie rein in so Handy-Sachen. Dementsprechend heutzutage. Wann hatte ich mein Handy nochmal aktiv mit Klingelton eingestellt? Ich habe alles nur auf Vibration hier. Aber es ist mir ja nochmal eingefallen. Nichtsdestotrotz, ey, ein cooles Game. Spielbarkeit könnte natürlich, wenn man genau nur darauf achtet, besser sein, wie der Rhythmus umgesetzt ist und wann kommt man auf ein Cool und wieder auf ein Bad runter von den Wertungen her. Aber das ist ein Game, was man einfach nicht vergessen kann, wenn man es gespielt hat. Und ich habe es auch nicht vergessen. Dementsprechend ist es hier in der Liste mit dabei. Ich habe in meine Hände etwas Böses, Verwerfliches, Wildes. Vorsichtshalber bin ich geschützt vor die schlimmen Wirkungen von PlayStation's Wipeout.
ran. Unterschätzt niemals die Power von PlayStation. Und das letzte Game, was wir hier haben, da kann ich euch ein paar Anekdoten dazu erzählen, kam zu der Zeit meine Abschlussprüfung an der Schule. PlayStation 1, gerade frisch geholt, ein bisschen vorher, also Anfang 97. Meine Abschlussprüfung an der Schule, bevor ich in die Uni ging, das war 1997. Und ich hatte so knapp einen Monat Zeit zwischen meiner dritten schriftlichen Prüfung, das war in Englisch, und meine mündliche Prüfung in Erdkunde hatte ich. Meine Hauptfächer waren Mathe und Chemie, da hatte ich die Arbeiten schon geschrieben, aber da hatte man so ein paar Wochen Zeit dazwischen. Und ich habe mir zwei Games geholt, das eine war, also neben dem Lernen natürlich, hatte ich mir zwei Games geholt, um die freie Zeit dann genießen auch zu können. Das eine war Genzo Suikoden, ist hier nicht mit drauf als ein Rollenspiel, das ist aber ein fantastisches Game. Das andere war Tomb Raider, das erste Tomb Raider auf der PlayStation 1. Natürlich da nicht neu, weil das kam ja, gegen, wann war das, Ende 96 oder so auf der PS1 raus, also da hatte ich schon ein bisschen hier und da gesehen, aber da hat es bei mir so einen Nerv getroffen, von wegen nicht nur, oh, Lara Croft, der große neue Videogame-Star, sondern dieses Action-Adventure-Gameplay mit einfach riesigen Höhlen, die man erkunden kann. Alles teilweise auch so ein bisschen ohne Hilfe, ne, dass du selbst gucken musst, welchen Vorsprung kann ich hoch, wie funktioniert es mit der Steuerung, wann muss ich mich gegen Tiere und andere Gegner erwehren. Und das so einfach so ein Abenteuer in der Form, was man nie vorher gesehen hat. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen darüber erzählt, als ich mir die Tomb Raider Collection hier auf dem Kanal und bei Rocket Beans TV angeguckt habe, da kam mir noch die Remastered Collection mit Teil 1 bis 3 raus. Der erste Teil fängt für mich das Tomb Raider-Gefühl so gut wie kein anderer Tomb Raider-Vertreter ein, wobei ich auch viele von den anderen mag. Erste Tomb Raider auch mit drin übrigens in der Bucketlist Gaming. Gerade das erste sollte man sich mal angeguckt haben. Jetzt durch die Remasters ist es noch ein bisschen einfacher für euch da draußen. Steuerung müssen wir sich heutzutage ein bisschen gewöhnen, weil Lara sich teilweise wie ein Auto steuert, mit vorwärts und rückwärts einparken, um die exakten Positionen und pixelgenaue Sprünge zu machen, zu erwischen. Das ist sehr wichtig. Kann man mittlerweile beim Remaster auch auf Analogsteuerung umstellen, die ich finde zu unpräzise ist leider, wenn ich wirklich diese pixelgenauen Bewegungen zum Rand hin machen will und rückwärts um zum Springen und Schießen, alles komme ich besser mit der Panzersteuerung, der Autofahrsteuerung zurecht, aber es ist nicht umsonst eben so ein Meilenstein und so ein Hit gewesen, hat aus Lara Instant ein Bankable Name gemacht, ein Superstar unter den Videogame-Charakteren, und ich muss einfach das erste Tomb Raider mit reintun. Das hat echt wirklich, also man hat sich fallen lassen können in diese Welt, man hat sich gefreut, wenn man mal nicht eine Zeit lang an einem Level weitergekommen ist, sondern, Moment, sehe ich da hinten etwa den Vorsprung, wo ich rein kann, und dann funktioniert es, und man kommt dann irgendwie in einen Schacht rein und kann einen Schalter umlegen und dann irgendwo unten durchtauchen, einfach wie das verzahnt war. Der große Magic Moment für alle mit dem T-Rex, auf den man auf einmal getroffen ist, es war fast schon ein Survival-Horror-Moment, wenn man den da gesehen hat. Aber es ist natürlich nicht das einzig definierende. Ein großes, umfangreiches Spiel mit eben dem Fokus auf Exploration, mit auch Schuss und Action natürlich mit dabei, aber dass die Exploration so gut funktioniert, das hat mir da enorm viel Fun gemacht. Und dementsprechend muss man das erste Tomb Raider für mich zumindest gesehen in so eine Top 10 mit reinnehmen. Und da sind sie tatsächlich. Die 10 Spiele, über die ich jetzt hier nochmal sprechen wollte: Metal Gear Solid, Silent Hill, Resident Evil 2, Street Fighter Alpha 3, Tekken 3, Ridge Racer, Tombi, Clone Noir, Parappa the Rapper und Tomb Raider. Gab etliche Spiele, wo ich auch noch drüber nachgedacht habe, kommen die hier so rein oder kommen die nicht hier rein? Über Porsche Challenge habe ich gesprochen, weil ich das so viel gespielt habe. Die Crash Bandicoots hätten noch reingehen können. Ich dachte über so Shoot'em-Ups nach. Ich habe sowas wie Einhänder ganz gerne gespielt oder R-Type Delta wäre noch mit dabei gewesen. Es gab ja auch ein paar schöne Mega Man X's auf der PlayStation 1. Die hätten auch hier durchaus mit drin sein können. Aber mich würde an dieser Stelle interessieren, was ihr denn so denkt, was bei euch in der Liste mit dabei ist. Deckt sich das ein bisschen was hier mit dem, was ich dabei habe? Rollenspiele ausgeschlossen natürlich. Über die können wir nochmal ein anderes Mal reden, was die PS1 angeht. Aber wie wird eure Liste mit den 10 Spielen aussehen, die für euch quasi das sind, was PlayStation 1 ausgemacht hat für euch selbst, was eure Lieblingsgames gewesen sind? Schreibt das gerne unten in die Comments mit rein. Ansonsten danke ich euch. Wenn ihr vergleichbare Videos wie das hier sehen wollt, man kann natürlich auch nochmal auf andere Konsolen gehen. Was sind meine 10 Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo, die keine RPGs sind? Wäre zum Beispiel auch etwas, was man sehr ausloten kann. Oder gegebenenfalls bezogen auf, was weiß ich, so Jahrzehnte oder sowas, kann man auch mal schauen. Also da gibt es noch Ideen, wo man hingehen kann. Schreibt solche Ideen gerne auch in die Comments mit rein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Denkt gerne hier auf rpghelfen.de regelmäßig neue Videos, Let's Plays, viele andere Content, Streams, Reactions
auf Spielankündigungen und Konferenzen und so weiter. Das gibt es hier natürlich auch. Podcast-Version, wenn es passt, auf plauschangriff.de. Und supportet mich gerne patreon.com/rpghaven oder steadyhq.com/rpghaven. Das macht es mir möglich, solche Videos wie dich hier und noch viel mehr zu machen. Für alle, die es schon machen, sage ich danke und tschüss, Leute. Bis dann.